Hallo und herzlich willkommen hier bei den Teenagers von Mars und zur Mars GmbH. Wir haben nämlich eine Baufirma gekauft und sind ins Baugewerbe eingestiegen. Denn wir als Experten wissen wir ja wohl am besten, wie das geht. Absolut. Neben mir steht Hans Dampf. Wir haben direkt eine GmbH gegründet, weil wir auch genug Geld haben. Drei Fahrzeuge stehen uns schon zur Auswahl. Und ich denke mal, wir machen heute die erste Mission. Geld ran schaffen, Geld ran schaffen. Dann ran da. Wer kann höher springen? Definitiv ich. Hast du die Sticker auf meinem Hut gesehen? Ach, Hut. Ich sag Hut, Alter. Perfekt. Hast du schon mal meine Sticker auf dem Hut gesehen? Mann, wir haben dieselben Sticker. Toll. Das sieht aus, als würden sie gleich küssen werden. Kennst du dieses Lied? Bitch, come and go. Ich hab das Tutorial gespielt. Interessiert doch keinen. Wir müssen auf die Baustelle Patte machen. Chef. Ja? Chef, ich hab Krankenschein. Okay. Mein Rücken tut weh. Ja, ich mach das alleine, so wie immer. Komm, wir nehmen den Auftrag mit dem meisten Gewinn, oder? Ich will Patte sehen. Straßensanierung. Fräse den Bereich der Baustelle, um ihn anschließend zu asphaltieren und zu verdichten. Okay, Straßensanierung. 0%. Okay, wir müssen erstmal Asphalt fräsen. Dafür brauchen wir bestimmt eine Asphaltfräse. Richtig. Können wir aber mit Spitzhacke arbeiten. Mit der Hände, wie früher. Hallo? Da ist die Baustelle. Okay, komm, wir reisen da mal hin. Hier ist das? Ah, hier. Nee, hier? Ja? Ich glaube, hier müssen wir. Genau, hier ist die Straße defekt. Wo ist die Straße defekt? Gleich, wenn wir mit der Asphaltfräse hier durch sind. Meine, das Ding hier? Ah, da kann man ein bisschen aufschütten. Aufschütten. So, okay, ich gehe mal hier zum Fahrzeughändler. Asphaltwalzen? Nee. Kaltfräse brauchen wir, glaube ich, oder? Kaltfräse. Ich nehme die von Cut. Mieten. Alter. Wenn wir die pro Tag mieten, sind wir schon pleite. Ah, boah, richtige Profis hier wieder. Ey, wir machen hier mehr Pause als alles andere. Bitches, come and go. Ich guck mal, ob wir was vom Fuhrpark verkaufen können. Ja. Okay. Jawohl, Geld ist drin, Chef. Job ist gesaved. Wir brauchen eine Kaltfräse. Kaltfräse, schön, die Kaltfräse. Weißt du, warum das Kaltfräse heißt? Ist mir egal, du holst die jetzt erstmal, mein Freund. Okay. Weißt du, wo die steht? Beim Kaltfräser. Nein, beim Händler. Ich bin schneller als du. Ich will die fahren. Nö. Ja, ich hab einen Führerschein gemacht über Arbeitsamt. Kannst du mitfahren? Alter, ist die geil, ey. Alter. Guck dir den Elefanten an, ey. Kannst du einsteigen? Ja, sicher. Wie geil ist das denn? Ich liebe das Spiel jetzt schon. Moment mal, ich muss ja mit dem LKW kommen, ne? Du musst ja, wenn du fräst, dann musst du das ja direkt auf meinen LKW fräsen. Okay. Chef, ich hole dir den LKW. Ja, mach das, Werner, mach das. Wer ist Werner? Ich mach schon mal Warnblinklicht hier an und dann mach ich mal die Fräse an, ne? Ich komm jetzt. Okay. Ich mach hier schon mal die Kaltfräse. Nee. Ah, das muss nicht eingelagert werden. Vorsicht! Woher weißt du das? Das sehe ich doch hier. Du bist ein richtiger Bauarbeiter. Ich dachte, ich kann mal bei dir lernen. Das Schild, das war schon so. Okay, wenn man V drückt, kann man sehen, wie der Arbeitsbereich ist, wie der Fortschritt ist. Boah, das sieht gut aus. Simon, warum bist du nicht bei mir? Warum sitzt du nicht neben mir? Ich komme jetzt mit dem LKW angefahren. Ups. Das sieht gut aus. Oh oh. Ich glaube, wir müssen hier noch tiefer fräsen. Kann das? Ich sehe dich kommen. Wir brauchen den nicht. Doch. Guck mal, du machst alles einfach nur auf dem Boden. Guck mal, der geht voll. Ja, geht der voll? Ja. Dann muss man mitfahren. Können wir? Ich komme. Bin da. Jawollo. Das sieht gut aus. Ey. Alter. Oh, sieht das gut aus. Ey, Lerner, ich bin ein Auszubildender. Ey, Berg runter geht auf jeden Fall schneller. Komisch, Alter, ne? Ja, ich krieg alles aus Fahrerhaus. Aua. Pass auf, der Spielplatz. Oh Gott. Wie viel Prozent hast du? Oh, scheiße. Ich habe einen Schlenker gemacht. Oh nein. Also wir haben auf jeden Fall 66% gefräst. Und ich bin fast voll. Alter, es wird aber auch schwer hier. Okay, jetzt wird's wieder kritisch hier. Wir müssen drehen. Und ich weiß nicht, ob ich auf dich warten soll. Simon, warum kommst du da nicht hinterher? Weiß ich nicht.
Aua, ich bin zum zweiten Mal dagegen gefahren. Pass auf, der Peter Lustig, du. Du hast ihn geweckt. Mach ich auch nochmal. Alter. Aber weißt du, was hier passieren kann? Nö. Wenn du über rote Ampeln fährst, kriegst du einfach Strafe. Nö. Alter, die Mucke ist wie so ein Musical. Ah! Du verlierst ein bisschen Kacke. So, wir haben fertig kalt gefräst. Dann steige ich jetzt aus und gebe das Gerät erstmal zurück, ne? What's next? Asphalt auftragen. Okay, wie machen wir das? Was mache ich denn mit dem Ding, mit dem Zeug hier überhaupt? Du wolltest das einsammeln. Niemand anderes wollte das einsammeln. Schwarzdeckenfertiger ist bestimmt Asphalt auftragen, oder? Kannst du den Wagen holen? Ja. Oder bringst du die Scheiße hier weg? Nee, ich komm. Mensch, tu doch auch mal was. Bleib mal ruhig, Kollege. Wer zuerst da ist, darf. Oh, der Spring war scheiße. Ja, das war ein Fehler. Wo steigt man hier ein? Okay, hier gibt es zwei Lenkräder. Wir können uns das teilen. Hä? Ich lenk nur nicht. Oh, der fährt schon wieder hier wie so ein... Oh, nee. Oh, nee. Ja, alles klar. Auf geht's. Nein, mach Schnellreise. Willst du mich verarschen? Wir fahren doch jetzt hier nicht mit dem Panzer durch die Stadt. Ich mache erstmal ein paar... Hallo, ich habe den Helm abgenommen. Wieso geht der denn wieder drauf? Aufnahmebehälter befüllen. Das muss erstmal befüllt werden. Mit dem Zeug, was wir eingeladen haben gerade? Nein. Bevor du asphaltieren kannst, musst du den Schwarzdeckenfertiger mit frischem Asphalt befüllen. Okay. Wo kriegen wir denn frischen Asphalt her? Leeren. Ah ja. Cool. Ey, ein Geld bekommen. Ja, gut, Simon. Gott sei Dank hast du das eingesammelt. Baustoffhandel. Dann fahren wir mal zum Baustoffhandel. Da stand doch, du kannst hier zu dem Kieswerk, oder nicht? Ach, Kieswerk. Oh, sorry. Schnellreise. Gott sei Dank gibt es eine Schnellreise. Denk mal, wir werden da jetzt hingefahren. So, dann befüllen. Ne, hier gibt es wieder nur so Zeugs. Ah ja, hier, Straßensymbol. Ja, geil. Füll's mir rein. Ja, aber kannst du den auch da reinkippen bei das uns? Das Material kann nicht in die Baumaschine ausgegeben werden. Überprüfe, ob die Maschine für den Vorgang geeignet ist. Dann komm mal einfach mit dem Ding. Wir können den ja direkt hier befüllen, oder? Ich mache eine Schnellreise dahin. Komm, die Schnellreisen überall heute hin. Kostet eine Schnellreise Geld? Warum hat es gerade Kaching gemacht? Ja, eine Schnellreise kostet Geld. Oh, okay, scheiße. Hallo? Hallo? Oh. Ich übernehme. Ups. 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 Oh mein Gott. Ups. So, steht da Entnahme. Jo. Ey, das geht. Geil. Heiß und fettig. Okay, Schnellreise. Fortschritt. Du bist in einem Meilenstein-Level aufgestiegen. Ja, ich auch. Geil. Nice. Schöner Meilenstiefelstein. Scheiße. Läuft das wieder hier. Hallo, wir sind schon über dem Ziel ab. Was? Zurück. Piep, piep, piep. Oh, der dampft richtig wie ein Haufen Scheiße. Chef, was mach ich jetzt? Ja, geh raus. Nein, du kannst nicht mal alles alleine machen. Schade. Penner. Warum bewegen wir uns nicht? Mann, weil das nicht so einfach ist hier. Ich muss erst mal umdenken im Kopf. Okay. Ja. Ja, das sieht... Weiter links. Darf ich da mal? Ja, komm hier, Chef. Mach das selber. Ich mach Pause. Ja, bei mir passiert das jetzt was. Das sieht gut aus. Jawohl. Willst du das jetzt machen? Ja. Oh. Ja, ich könnte ja schon mal eine Raupe holen. Ich könnte ja schon hinterherfahren, ne? Eine Raupe? Heißt das Raupe? Nein, eine Walze. Ich hole schon mal eine Walze. Geil, habe ich Bock drauf. Philipp, die Walze. Ja, sprich's ruhig aus. Oh, das war's schon. Na, 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 in welchem Land sind wir eigentlich? Was ist das für Kronen? Es ist eine eigene Währung. Das ist die Bausimulator-Währung. Hauptsächlich, die Straße wird auch noch fertig. Der Bürgermeister hat angerufen. Verdichten. Der ist mit deiner Frau zugange und wollte fragen, wann du nach Hause kommst. Hab doch einer lacht. Ich kann nicht verdichten. Muss der erst 100% haben oder was? Könnte sein, dass wir nach Step by Step. Step by Step. Ooh, Baby. Boah, das war perfekt im selben Ton schlecht gesungen. Hast du wieder zu kämpfen bergauf? Soll ich dir helfen? Nee, alles gut. Die Straße wird 1A. Ja, ich sehe schon. Oh. Einfach schlimmer als vorher. Ich habe keinen Asphalt mehr.
Nein. Kein Wunder, dass das nicht geht. Ich mache eine Schnellreise eben zum Kieswerk. Mach nicht zu voll, ne? Du brauchst nur noch eine halbe Straße. Gesundheit. Alter, wo war ich denn jetzt? Wow. Was war in dem Drink drin? Oh nein, es gibt echt eine andere Asphaltwalze. Ja. Oh, ich bin dumm. Gott. Ich bin dumm. Und mir ist schlecht. Und ich bin dumm. Mir ist genauso schlecht, weil ich wieder so viel Geld ausgegeben habe. Ja, du bist auch richtig. In jedem Spiel. In jedem Spiel. In jedem Spiel. Ehrlich, ganz ehrlich, ne? Gibst du unnötig Geld aus für Scheiße. Ich asphaltiere wie ein Tier. Ich bin Simon Macheterich. Ja, ist klar. So, dann verdichten wir jetzt mal. Ich kann nicht verdichten. Ah, jetzt kann ich. Kann ich rein? Ich will Pause machen. Ich will Pause machen! Ja, mach doch. Geht nicht. Das ist dann unser Job gewesen, ne? Für heute. Ja, 1A Straße haben wir gemacht. Dann. 1A Straßenbande, sag ich dazu. Leute, was sagt ihr dazu? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und ich würde sagen, ich fahre jetzt hier noch meine Runden. Ihr seht natürlich gleich nochmal das wunderbare Ergebnis. Aber wir machen schon mal ein Outro. Bist du am Kacken oder was? Ja, im Busch. Wir haben ja keine Toilette. Sag mal, warum stehst du da eigentlich nur rum? Ich habe nichts zu tun. Willst du hier noch die letzten Bahnen ziehen? Nö. Gibt nur noch eine Bahn, die ich heute ziehe. Wusste gar nicht, dass wir heute noch schwimmen gehen. Nach der getanen Arbeit auch mal was für sich tun. Ab in eine Sauna ein paar Bahnen ziehen. Ab in eine Sauna ein paar Bahnen ziehen. Okay, das ist ja dann eher der Sauna-Club bei dir, oder? Alter, der sieht aber auch nice aus. Also wir haben eine Top-Straße hingesetzt. Hammer, ne? Alter, hier fällt ein Blatt darauf. Hey! Warum ist die letzte Aufgabe jetzt die langweiligste und langwierigste? Weiß ich auch nicht. Ah, hier sitzt einer. Hallo? Bei mir nicht. Ja, alles klar, Simon. Grüße Sie. Wieder. Siehst du wieder Gespenster? Mann, die haben aber eine raue Haut, du. Bisschen eincremen vielleicht. So, 97%. Wir ziehen jetzt die letzte Bahn hier. Oh, fertig. Baustelle räumen. Was? Baustelle räumen. Ah. So, wie viel haben wir gemacht? Noch gar nichts. So, jetzt. Ach, du warst noch auf der Baustelle. Alter, 142.000? Oha. Schön. Aber wo ist die schöne Straße? Das war doch ein schneller Job. Oh, da unten. Oh, wer ist denn da? Ich muss mit dem reden. Oh, ist eine Frau. Entschuldigung. Die Architektin. Hallo, ja. Herr Architekt. Verkehrsstraße, Auftrag abgeschlossen. So, und wer macht jetzt die Striche dahin? Boah, was epische Musik. Hammer, ey, Hammer. Komm, wir laufen uns zu und machen ein Auto dabei. Okay, Leute, das war's mit der ersten Folge. Halt die Schnauze und jetzt kannst du erzählen. Weg. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, schreibt gerne in die Kommentare. Lasst ein Like da, ihr wisst, wie es funktioniert. Und dann bis zur nächsten Woche im Bausimulator. Bitch, Scum.